Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von meiner Little Tides bzw. Chisel & Bits Vorstellung. Ja, wie im letzten Part schon gesagt, stelle ich heute eins meiner eigenen Häuser vor. Ihr habt richtig gehört, eins meiner eigenen. Dies haben wir zusammen mit der Twitch-Community aufgebaut, also hoffe ich, dass es euch gefällt. Und da vorne lädt es auch schon, oh ja, und soweit man in der Kopf fängt es auch schon an zu laggen. Diese lila Dinger da erstmal nicht beachten, die sind zu Testzwecken. Genau, dann würde ich sagen, landen wir mal eben ganz kurz. Perfekt. Eigentlich ist es für Autos gedacht, aber naja. Machen wir mal hier die Türen zu. Gut, also. Mein Haus. Das ist eine, ja, Spruce-Mischung. Und besteht zum größten Teil aus der Little Tides Mod. Natürlich haben wir noch ein paar andere Mods mit am Start, wie ihr hier vielleicht seht. Vor allem die Tech-Guns-Mod. Und jetzt haben wir hier sogar kleine Wachen. Ich kann mal kurz zeigen, wie die funktionieren. Ja, oder eine ganze Truppe von Creepern. Ja, die haben keine Chance. Ja, dann gehen wir mal rein. Ich hoffe, man hört die Sounds, auch wenn sie zu laut sind, tut es mir echt leid. Ja, dann haben wir hier drin erstmal noch nicht wirklich viel, außer vielleicht hier ein paar Lichtschalter. Oh, Licht draußen und Licht hier drin. Also es gibt noch nicht viel Einrichtung, außer hier im Badezimmer. Da ist schon ein bisschen, aber mehr auch noch nicht, denn dazu sind wir bis jetzt noch nicht gekommen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ja, man kann hier alle Fenster und Türen und whatever auch aufmachen. Nice. So sieht es, man kann sogar aufs Dach gehen. Hier ist die Garage, ich zeige euch gleich nochmal. Ja, natürlich haben wir auch einen Dachboden, der ist aber ein bisschen versteckt. Da muss man dafür oben an die Decke klicken und dann fährt sich hier eine Leiter runter. Wow. Und man geht ganz schön schnell diese Leiter hoch. Ja, hier oben haben wir ungefähr nochmal so viel Platz wie unten. Und ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Platz eigentlich machen soll. Ein bisschen Luft hier reinlassen. Okay. Ja, machen wir auch mal Licht an. Hier ist ja auch stockend düster. Hier steht jetzt unser schöner Sofakopter. Da haben wir hier noch ein paar Garagentore. Danke an die Melissa's Mods. Melissa's Doors Mods, genau. Hier sind dann diese Dinger, mit denen ich dann meine Autos erstellen kann, wenn ich alles zusammen habe. Ich laufe jetzt hier hin und mache Rechtsklick auf den Boden und ihr seht schon. Oh mein Gott, was passiert da? What the fuck is that? Ja, ich war ein bisschen fleißig und baue hier unten ein geheimes Labor. Wir gehen mal hier weiter. Oh, jetzt geht's. Hier haben wir eine Tür und diese Tür besteht nur aus der Little Tides Mod. Das ist keine wirkliche platzierbare Tür, die ist selber zusammengebaut. Ein gewisser jemand hat die mal gebaut, aber ich konnte die nicht mit in diese Welt reinpacken, deswegen musste ich sie 1:1 nachbauen und das waren wirklich 5 Stunden Arbeit. Also, Halleluja. Aber dafür kann ich mal kurz zeigen, was sie kann. Ja, beachtet das nicht, das ist einfach ein Ghostblock. Jetzt sieht man es ja da oben, dieses Rädchen da dreht sich nämlich und dann geht die Tür auf. Nice. Ah ja, jetzt seht ihr, jetzt haben wir eine schöne offene Tür hier. Und ich klicke nochmal drauf und dann geht die Tür zu. Wunderschön. Genau, wir haben noch ein paar mehr von diesen Türen. Aber nicht hier oben, sondern weiter unten. Ja, ich habe das Flurdesign eher relativ simpel gehalten. Wir haben jetzt dafür noch eine Tür und hinter jeder Tür wird ein eigenes Labor kommen. Beziehungsweise ein anderer Bereich eines Labors. Hier gibt es eine Doppeltür, dann werdet ihr ein Doppelbüro rein am besten. Und hier hinten ist etwas, woran ich gerade arbeite. Und zwar eine Transportbahn. Ihr habt es richtig gesehen, eine Transportbahn. Bye, have a great time! Ja, also jetzt steht sie wieder hier. Genau, diese Transportbahn ist so aufgebaut, man hat hier einmal eine Tür, die man schließen kann. Da hat man hier noch so kleine Dinger, wo man sich hinsetzen kann. Man kann nämlich mit Hilfe der Little Tides Mod auch Sachen als Stühle definieren. Das habe ich dann hier gemacht.
Und wenn ich jetzt richtig auf dieses Ding mache, dann fährt es mit mir los. Und wir fahren dann, sage ich mal, bis zum Ende des Tunnels, der da hinten noch ausgebaut wird. Ich habe jetzt hier erstmal eine kleine Zwischenstation eingebaut. Die seht natürlich überhaupt nichts, das ist auch lustig. Ja, hier kommt dann noch irgendwas Cooles hin. Lass uns mal wieder zurückfahren. Aber das eigentliche Highlight befindet sich hinter dieser Doppeltür. Seid ihr bereit für etwas Atemberaubendes? Etwas Wundervolles? Oh ja. Holy Jesus! What is that? What the fuck is that? Ein großer Raum. Und da oben sind wir momentan, sind wir vorhin sogar rübergelaufen. Und in diesem Raum werden dann halt so Experimente durchgeführt. Dieses Ding hier oben sieht irgendwie aus wie der Arc-Reaktor. Also vorher hier Iron Man sowas geschaut hat. Ich finde, das hat gewisse Ähnlichkeiten damit. Also das Ding war auch eine Höllenarbeit einzurichten und sowas. Das ist auch kein Mod-Item direkt, das besteht auch aus ganz vielen kleinen Pixeln. Ja, genau, dieser Raum ist eigentlich nur fast zur Show. Durch die ganzen Kabel, die ihr hier auf dem Boden seht, die haben eigentlich keine Funktion. Außer das schwarze, lilane und das rote Kabel. Das zeige ich euch jetzt aber gleich. Wir haben hier ein paar Boxen rumstehen, die wir verschieben können, einfach so ein bisschen hin und her. Und hier haben wir sogar ein ganzes Storage. Hier sind ganz viele Items drin. Uiuiui. Und ja, das hier sind dann nochmal so kleine Reaction Chambers, genau. Wo ich noch nicht rausgefunden habe, wie ich Flüssigkeiten reinkriege. Genau, die sollen halt, sag ich mal, diese ganze Anlage mit Energie versorgen. Außerdem haben wir einen Lavaboden, das soll irgendwie nochmal so ein bisschen mehr gefährlicher. Aber ja, dieses Ding hier oben, das kann nämlich auch etwas. Und zwar ist das aber gerade ausgeschaltet, sprich hier sind so Sicherungen, die kann man reinfahren. Und hier ist ein großer roter Knopf, den kann ich aber auch nicht drücken, weil da so eine Glaskuppel drüber ist und die kann ich per Hand auch nicht aufmachen. Dafür haben wir so kleine Maschinchen hier rechts stehen. Und zwar können wir einmal diesen Hebel umlegen. Und dann fahren sich jetzt diese Stäbe rein. Oder wenn ich es wieder umlege, fahren sich diese Stäbe wieder raus. Genau. Aber wir wollen es hier reinhaben. Dann haben wir hier noch ein paar Knöpfchen und Dinger zum Drehen. Und wenn ich jetzt diesen Schalter hier umlege, dann geht die Glaskuppel da oben auf. Und jetzt kann ich den Knopf drücken. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Ja, genau, dann passiert das hier. Das Ding fängt sich an zu drehen. Sorry, I just think I'm too stupid to understand this. Man muss das nicht verstehen. Also, wo? Ja, eigentlich macht das Ding auch noch einen Sound. So. Und zwar, hier ist nämlich unser Portal. Und eigentlich macht das ein Geräusch, und zwar das hier. Ihr habt zumindest, glaube ich, jetzt gehört, was es machen soll. Autsch. Warum ich an dieser Stelle Autsch gesagt habe, seht ihr hier in einem ganz kurzen Clip. Das hier. So, das Portal ist jetzt wieder zum Stillstand gekommen und wir haben jetzt doch nochmal die Möglichkeit, es in Aktion zu sehen. Also Leute, haltet euch fest, wir fahren die Stäbe nochmal rein. Ja, machen hier alles drin hier, so, machen die Kuppel auf. Und jetzt seht ihr das Ding auch nochmal in Action. Und bitteschön. Und mehr passiert dann auch nicht. ich habe vielleicht vorher, keine Ahnung, noch irgendeine Kanone hier an die Wand zu bauen, die dann so einen Strahl reinschießt. Und dann vielleicht entsteht da ein Portal. Wer weiß, wir werden sehen.
Genau. Ja, dann gehen wir mal wieder hoch. Falls ihr doch Ideen habt, was hinter diese Türen kommen soll. Also nicht nur Büros, sondern wir haben noch andere coole Dinge. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und ja. Ich habe hier noch einen kleinen Clip für euch. Der geht ein bisschen länger. Wo ich noch das Dach des Hauses gebaut habe. Sprich, ihr könntet jetzt abschalten. Oder ihr schaut euch, habt jetzt noch den Clip an, wenn ihr wollt. Dann tue ich mich jetzt schon mal von den Leuten verabschieden, die jetzt abschalten. Vielen Dank, dass ihr dieses Video geschaut habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, und für die Leute, die jetzt noch dranbleiben, ihr kriegt jetzt noch so einen kleinen Clip, wird ein bisschen Musik eingespielt, wie ich dieses aufwendige Dach gebaut habe. Also viel Spaß!